Vorstellung der 58-jährigen Patientin in Notarztbegleitung in unserer Notaufnahme am 15.07.2014 um 9.46 Uhr. Punkt, neuer Absatz, Diagnose, Doppelpunkt, akute Diskknö, Verdacht auf Lungenembolie, neuer Absatz, Anamnese, Doppelpunkt, neue Zeile. Bereits seit den frühen Morgenstunden bestand bei der Patientin Unwohlsein, als dann eine akute Dyspnoe aufgetreten ist, hat der Sohn der Patientin den Notarzt hinzugerufen, Punkt, unkomplizierter Transport hierher mit Sauerstoffvorlage, 6 Liter pro Minute über Nasenbrille, Punkt, kardiopulmonal stabil, Punkt, neuer Absatz, Untersuchungsbefund, Doppelpunkt, neue Zeile, Untersuchungsbefund einfügen. Nächste Variable 78. Nächste Variable 164. Neuer Absatz. Therapie und Verlauf, Doppelpunkt, neue Zeile. Nach erfolgter Diagnostik Verdacht auf Lungenembolie, Einleitung einer IV-Heparinisierung, 20.000 internationale Einheiten pro 24 Stunden, Verlegung in die internistische Intensivstation zur weiteren Überwachung und Therapie, weiterhin kardiopulmonar stabil, Punkt, neuer Absatz,